Bei den Koblenzer Verkehrsbetrieben befindet man sich gerade mit zwei Bussen in einer Testphase. Sonnenstrahlen sollen die elektrischen Geräte an Bord unterstützen. Wir haben zwei Dieselbusse mit Solarfolien ausgestattet. Diese haben wir auf dem Dach aufgeklebt. Die Folien sind sehr flexibel und der dadurch erzeugte Strom unterstützt den Ladevorgang der Batterien. Ein Bus hat in heutiger Zeit sehr viele Stromverbraucher, die auch in der Zeit laufen, wo der Motor zum Beispiel an der Endhaltestelle ausgeschaltet ist. Für einen Bus ist es sehr wichtig, dass, so wie für jedes Fahrzeug, die Batterie immer optimal aufgeladen ist. Und wenn dieser Strom eben nicht vom Motor erzeugt werden muss, sondern über die Solarfolie erzeugt wird, führt das am Ende auch zur Kraftstoffeinsparung und zur CO2-Minderung. Wir testen das und entscheiden dann, ob wir in Zukunft noch weitere Fahrzeuge mit solch einer Solarfolie ausstatten werden. Und bereits jetzt fahren ja schon Elektrobusse der COWEB in unserer schönen Rhein-Mosel-Stadt. Nun möchte man über ein gutes Jahr schauen, ob Solarzellen auf dem Dach einen Dieselbus dem gewünschten Erfolg beisteuern. Denn kaum jemand macht sich Gedanken, wie viele elektrische Geräte in einem Linienbus stecken. Also an der Endhaltestelle haben wir zumindest die Beleuchtung im Fahrzeug an. Es laufen Außenanzeigen, Innenanzeigen. Wir haben die Ticketbox, also den Drucker und andere Geräte, die doch in Betrieb sind, obwohl der Motor ausgeschaltet ist. Jede Menge Nebenverbraucher, die ohne Strom nicht funktionieren. Nach der Testphase wird sich entscheiden, ob weitere Busse der COWEB mit einer Solarfolie nachgerüstet werden.